Hallihallöchen und willkommen zurück zu Top oder Flop. Und heute haben wir mal einen Gast am Start und das ist... Der Sirax. Und wir haben heute drei Spiele vom Final Level Gamer. Das erste ist Spider-Man Return of the Sinister Six. Das sieht ja schon mal interessant aus. Ich glaube, das hat der Final auch irgendwann mal gezockt vor langer Zeit. Wow, was für ein Spiel. Ja, ihr seht schon, keine großen Worte, es geht sofort los. Gab's überhaupt eine Einleitung? Nö, ich habe auch nur Start gedrückt und ja. And guess what? Ich weiß sogar, von wem dieses Spiel ist. LGN! Da kam ein bisschen der Mageninhalt hoch. Ja. Hab ich mir gleich gedacht, als ich die Steuerung. Ja, als ich mich mit der Steuerung vertraut gemacht habe. Die ist nämlich wieder scheiße. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die Mitarbeiter von LGN immer so solche Scheiße. Hallo! Oh, ich. Was solche Scheiß-Tests. Sie haben ein Handy für schlechte Steuerung. Ja, definitiv. Die Kollisionsabfrage sieht ja auch herrlich aus. Beim Kampf. Ja, die ist scheiße. Die Kollisionsabfrage. Und zwar vom Allerfeinsten. Ich komme nicht mal da richtig hoch. Oh, fein, was hast du dir ausgedacht? Da! Ich kann nicht mal richtig klettern. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich glaube, Final hat dieses Game vor langer, langer Zeit irgendwann mal gezockt, aber irgendwann aufgehört. Und es ist ja ihm nicht zu verübeln, dass es aufgehört hat. Um Gottes Willen, ist das eine beschissene Steuerung. Ja, die Musik, das kann man noch. Ja, das kann man noch hinnehmen, aber die Steuerung. Oh mein Gottes Willen. Und ich kann jetzt nicht! Ja, die Steuerung ist vom Allerfeinsten. Entschuldigung gerade. Kein Problem. Und manchmal muss man einfach mal das Wort ergreifen. Ich blick bei dem Game gar nicht mehr durch. Ich glaube, Elektrizität ist schlecht für Spider-Man. Ja. Die ist richtig. Warum kommt der Strom einfach kerzengerade aus der Leitung hoch? Ja, weil es von LGN programmiert wurde, deswegen. Sind die auf Drogen gewesen? Oh, Final, was hast du jetzt für ein Game ausgesucht? Das ist ja schlecht vom Allerfeinsten. Naja, LGN überrascht mich gar nichts mehr. Oh mein Gott, sieh das. Beim Klettern sieht es so, beim Klettern sieht es echt dämlich aus. Da sieht man richtig, wie sich die Arschbacken bewegen. Er fällt kerzengerade nach unten. Kollisionsabfrage per Excellence hier. Also das ist wirklich ein, ja, Game vom Allerfeinsten. Was? LGN hat Continuous eingebaut. Das kenne ich ja gar nicht. Oh, wenigstens sind die Continuous vergesetzt. Ich wusste nicht, dass Spider-Man Kerzenkran da unten fallen kann. Das ist auch können. Das ist seine. Ich glaube, das ist seine Fähigkeit als Superheld. Er schießt, ja. Seinen komischen Spinnfaden aus seinem. Ja. Ich glaub, das weiß, kommt aus seinem Handgelenk. Das Wort kannst du besser sagen.
Penis. Ja, übrigens nochmal danke für das ganze Let's Show von Lone Woman. Es freut mich, dass das Game so gut angekommen ist. Gottes. Das kann man noch keinen Fans zumuten hier. Das ist ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast als Kind sehr, sehr gerne Spider-Man geschaut und hast zum Laden gesehen. Wow, für 40 oder 60 Euro gibt's das Spider-Man. Spider-Man and the Sinister Six. Das muss ich haben! Spider-Man, das kann nicht schlecht sein! Zwei Monate! Es wurde von LGN aufgekauft. Zwei Monate Taschengeld gespart und dann sowas. Dann so eine Scheiße. Da hätte ich mich als Kind sehr gefreut. Mich gerade durch die Wand geschossen. Wow. Echte Kollisionsabfrage per Excellence. Ja. Also Final, du hast dir wirklich das Tolles ausgesucht. Das Game ist... Ja, wo fange ich an? Die Steuerung ist wieder mal natürlich ja, per excellence, wie man es von LGN gewohnt ist. Die Kollisionsabfrage ist wieder scheiße. Die Musik, das kann man gerade noch so durchgehen lassen. Das ist gerade mit ab noch das erträglichste am Spiel. Die Continues sind auf den ersten Blick auch recht fair. Aber da hört es auch schon auf. Der Rest des Games ist einfach nur beschissen. Da kann man nur die Hand ins Gesicht schlagen, wenn man sowas sieht. Los, du dicke Facepalm. Ja, aber der Final hat uns ja mit noch zwei wunderschönen Spielen. Ich glaube, die Palme wird größer, die zurückgelassen. Ja. Seine Spinnenpalme wird auch gerade größer. Gut, ich würde sagen, wir lassen mal diesen, ja, komischen Spider-Man. Diesen Danger. Ja. Hier zurück und gehen zu Finals nächsten Spiel. Bis gleich. Den nächsten Helden beglückt. Und sogar einen ziemlich muskulösen. Und zwar mit ihm. Und sauer. Das stimmt. Marvel Comics. Incredible Hulk. Das ist super Nintendo. Einfach mal Start. Scheiß auf die Options. Schon sieht man nackte Haut. Wow, das war die umfangreiche Story. Ich muss sagen, lässt sich jemand besser steuern als das letzte Mal. Aber Hulk ist ja sowieso ein bisschen klobig und ja. Halt vorbeischlagen. Gut, dem Gegner halt natürlich wieder Milliardentreffer aus. Wenn Hulk zuschlägt, der braucht er eigentlich bloß nur einmal oftmals. Was ist das denn? Habt ihr überhaupt den Hulk-Film angeschaut? Das war der Headbanger, oder? Das ist der Headbanger. Kann ich noch mehr aus oder Headbanger? Ja, das macht irgendwie so einen komischen Schuhzubinder-Move. Boah, voll Boom, wenn er aufschlägt. Ja, die Detection ist schon mal besser als beim letzten Game. Das ist eigentlich auch ein bisschen. Gut, Thema No-Hit. Wie soll man das No-Hit machen? Das geht doch gar nicht. Ich meine, ich spring mal kurz, ne? Der springt automatisch schon zu hoch. Das heißt, das kann man gar nicht nur schaffen. Soll ich das jetzt machen? Das kann ich nicht kriechen.
Ja gut, die Musik kann ich auch wieder sagen, ist recht in Ordnung. Steuerungstechnisch ist es jetzt eigentlich auch recht okay. Ausnahme, dass man teils ja manche Sachen gar nicht nur gut schaffen kann. Manchen Plattformen. Vielleicht das Level ist. Muss dich mal gerade ein bisschen lauter stellen. Oder kann ich hier vielleicht bei Skype was umstellen? Achso, muss ich mich lauter stellen oder? Ja, ein bisschen. Passt so? Ja, es ist echt, passt ganz gut. Ja, was kannst du zum Grafischen bisher sagen? Grafisch für Super Nintendo, also Hulk sieht ganz in Ordnung aus. Ja, von den Texturen her, also wie das Ganze aufgebaut ist. Könnte mehr Feinheit, mit Details, mehr Liebe zum Detail oder so. Ich weiß auch nicht, ob es geht. Es ist in Ordnung. Ausgenommen die No-Hit-Frage, aber so viel verliert man ja auch da und da nicht an Energie. Der Hype ist ja groß und kräftig. Ja, da ist es schwierig, was No-Hit zu schaffen. Da ist es schwierig, was No-Hit zu schaffen. Ja, an sich ist es bisher das beste Game, was Final dazu geboten hat. Besser als das Spider-Man auf jeden Fall. Ja. Oh, komm, tanz ein bisschen, Hulk. Ich finde mit den Wolken auch sehr schön. Den Effekt. Ist das das Schaft aus der Lokomotive oder warum sieht er so dämlich aus? Vor allem noch im Film ist der Hulk nicht 3, sondern 4, 5 oder 6 Meter groß. Und er trägt auch keine komischen rosanen Hosen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber er war auf jeden Fall wesentlich größer, also sollte man besser machen. Okay, das wiederum ist geil, dass man Telefonzelle zerschlagen kann. Was ist das da oben für ein Teil? Ich mag den Headbanger. Jetzt. Ich aufnehmen. Och nein. A-Taste drücken, Items aufzunehmen. Was für eine dämliche Idee. Ich hasse das in Videospielen. Viele Tasten drücken muss und Items aufnehmen. Das ist so eine. Das ist eine richtig dämliche Idee. Statt wie bei Mario zu machen, gut, du hast das Item, du gehst hin. Ja. Berührst das Tastes-Item. Aber hier drückst du die A-Taste, um ein Item aufzunehmen. Ich hab schon gefragt, wo die Taste ist, jetzt weiß ich es, um Items aufzunehmen. Ja gut, das ist ein bisschen dumm, die Idee. Das beeinflusst zwar jetzt nicht das Spiel so stark in den ersten Levels, aber es ist trotzdem. Ja, es hat im Spiel nichts zu suchen, finde ich. Gut, außer bei Tomb Raider das. Sehe ich da noch ein, aber nicht in solchen Games, bitte. Ja. Das hat da nichts zu suchen. Sieht mir jetzt mehr so aus wie so ein Mischmasch aus der Jump Run und Beat'em Up. Ja. Ja, da kann der man Hulk so, kann ist man halt, der Hulk ist halt schön detailliert, das gefällt mir. Nur dass der beim Laufen sieht er ein bisschen eigenartig aus. Wie so ein Türsteher. Ja, das sieht er aus, sieht er nicht wirklich high-risen aus. Der läuft. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, das Game bewegt sich so auf dem Mittelmaß. Also im Moment kann er schwimmen. Okay, ja. Das Wasser könnte auch ruhig durchsichtig sein. Ja, das hätte man auch besser machen können mit dem Wasser hier. Vor allem, das ist ja quasi
Wasser könnte ja platt aus dem NES sein. Sagen wir so, es ist jetzt kein Top-Game, es ist aber auch nicht wirklich so ein Flop-Game, also man kann es recht, ja, man kann es spielen, sag ich mal. Es ist ein bisschen gefühlungsbedürftig von der Steuerung her und so, aber man kann das schon spielen. Auf jeden Fall ist das besser als Sinister Six, fuck. Gut, ein letztes Game hat der Final für uns noch rausgesucht und dann gucken wir uns jetzt mal an. So. Das nächste Game nennt sich 4-in-1 Fun Pack. Bestehend aus Backgammon, Checkers, Reservoir und Chess. Oh je. Ja, du sagst es, oh je. One Player, Two Players, zwei Gameboys. Fantastisch. Gucken wir mal rein. Naja, man kann auswählen: Chess, Checkers, Backgammon, Reservoir. Awesome vom Soundtrack her. Wahnsinn. Ja, was können wir machen? Wir können Schach spielen. Ist das nicht toll? Das Gameplay wieder bei oberster Klasse. Überhaupt nicht abgekupfert von irgendwas. Jetzt können wir ewig warten, bis der Computer fertig ist. Überlegt der lange da. Thinking. Ah, oh, du bist eine scheiß Rom, was gibt's da lang zu überlegen? Toll. Ich bin geflasht. Was ist das denn alles? Take Back, Hein, Swap Heights, Reset, Difficulty. Ach, das war ja Schwierigkeitsgrad gewesen. Ja, ihr seht schon, es ist unheimlich aufregend. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad von dem Schachspieler betrug ungefähr 21. Also er war ziemlich down. War wieder mal böse. Ja, ihr seht, man kann Müll spielen, also ein Kram. Backgammon. Oh Gott, ist das ein nerviger Sound. Enforced Jump. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das gehört in irgendwelche Seniorenheim. Windows Desktop Games, auch nicht im Gameboy spielen. Ich glaube, die Entwickler wollten einfach wissen, ob ihr Game wirklich hier auch bei den Senioren gut ankommt. Also sie wollten testen, ob der Gameboy auch bei Senioren tauglich ist. Begeistert, das ist ja tauglich ist. Also hier geht Start überhaupt nicht, das heißt, ich komme hier überhaupt nicht raus. Würde ihr damit sagen, ich muss das Spiel zu Ende spielen, was um hier rauszukommen? Das ist ja wohl das. Das kann doch bitte nicht dann euer Ernst sein hier. Start, das funktioniert nicht. Wunderbar. Ganz großes Tennis, das Game. Ganz großes Tennis. Interplay. Läuft überhaupt Musik? Nein. Es ist wie eine Skype-Übertragung. Alles, was du hörst, ist Dulüm, Dulüm. Wenn du einen Zug machst, ansonsten hörst du gar nichts. Alter. Das Spiel ist genauso, ja, wie im Real Life. Stillschweigend, ohne Musik,
und nichts. Ja, die Senioren mögen ja keine Gameboy-Töne. Wenn sie Gameboy spielen. Jetzt mach ich mal ein Soli-Set. Jetzt hätte ich das mal so. So, ja. Es ist eine Sammlung aus vier verschiedenen Brettspielen. Die einzige Musik ist im Titlescreen, im Auswahlbildschirm. Das war's dann auch. Wir können Mühle spielen, wir können Backgammon spielen. White goes first. Aber eins muss man dem Spiel lassen. Es sieht immerhin aus, als würde man ein echtes Brettspiel spielen. Das ist wohl wahr. Also das musst du dem Spiel lassen. Das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube, man muss die Scheiße irgendwie auf die andere Seite bekommen. Keine Ahnung wie. Ich kenne mich da auch nicht aus mit dem Spiel. Die starten. Achso, Reset. Ja, ihr merkt, wie viel Freude man in diesem Game hat. Für wie viel würdest du es Let's Playen? Ja, natürlich. Als wenn das jemand Let's Playen würde. Ah, ich glaube, da musst du so immer eins ransetzen. Unheimlich aufregend. Was für ein wahnsinnig tolles Spiel. Ja. Nervigen Soundtracks. Ich weiß nicht, ob sie erschienen ist in Deutschland. Ich hoffe mal nicht, weil das einfach nur schlecht ist. Das gehört auf ein verbrannt, Brettspiel. In die Wüste ausgesetzt, in ein Loch reingeworfen, draufgekackt und zugegangen. Das gehört auf ein Brett. Sonst nirgendwo hin. Oder ins Seniorenheim. Ja, da sowieso. Ja, Leute, ich habe jetzt nicht viel Lust, noch den weiteren Quark hier weiter zu spielen. Feine, super Tipps, das letzte Game. Ja. Er hat den fast den Boden ausgeschlagen. Ja, dazu sage ich mal, das gehört nicht auf den Gameboy. Ist genauso schwachsinnig, wie es gibt ja ein Spiel, in dem man auf dem Gameboy die Bibel nachlesen kann. Yay! Was genauso schwachsinnig ist, mit einem komischen Ratespiel. Da sitzt der Pfarrer da mit dem Gameboy. Das hat, glaube ich, der Angry Video Game Nerd mal vorgestellt. Unsere Bible Games. Müsst ihr mal schauen. Naja, jedenfalls war es das von mir von Top oder Flop. Ich bedanke mich bei meinem Gast. Ja, gerne. Es ist mir eine große Ehre, bei dem Format einen Gastauftritt zu haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und kann auch sagen, bis zum nächsten Mal.